Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Assalamu alaikum an alle. Für uns geht es jetzt gleich ins Training mit Austrian Bull. Wer Austrian Bull noch nicht kennt, wird ihn jetzt kennenlernen. In diesem Sinne, let's go. Okay, let's go. Heute ist ein besonderer Tag. Heute ist Opferfest in Thailand nach dem Mondkalender. Gestern war es bei euch, heute ist es bei uns. Wenn bei euch die Sonne untergeht, geht es bei uns auf. War vorhin auch in der Moschee. Es gibt hier gute Moscheen. Wir haben im Gym Schafe geschlachtet. Also ein schönes Opferfest zusammen verbracht. Und jetzt geht's weiter mit dem Training. So, what are we doing today, man? Machen wir ein Sparring heute. Österreich. Warum sagt ihr Australien, Bruder? Austria, Australien ist das, oder? Get some rage in you. Wer Austrian Bull nicht kennt, er hat sehr, sehr starke Kämpfe jetzt bald anstehen. War ein sehr guter Boxer im Vorfeld, hatte eine Verletzung und gibt jetzt wieder Gas. 2 Jahre hatte er Pause, jetzt greift er wieder an. Guter Profiboxer. Und an der Stelle gucken wir mal, wie ich mich gegen den Profiboxer im Sparring schlage. Die Seite professionell, wird alles gebunden, Handschuhe werden gebunden. Ich bin mit meinen ESN-Dingern am Start. Ich passe auf, keine Sorge. Perfekt, alles gut? Ja, stark. Intensität passt? Ja. Good round. Bring it straight over, you'll get there quicker, yeah. We know you've got a big chest and everything. It's a bit hard. Yeah, I have all-time pain here. Yeah. I think because of this, just like... Yeah. Look for speed. Okay, we do one. Come on. Yeah, we can do. One more round. I need this. Reps. That's enough. Yes, boy. Good. I busted nose. Like bleed? Yeah. Good for video. Willkommen im Boxen, mein Bruder. Hey, geil. Gutes, sehr, sehr gutes Niveau, Bruder. Die MMA-Leute halten da nicht mit. Reines Boxen ist immer noch das Beste. Ja, für Mann. Boxtraining. Jeder MMA-Typ sollte 2-3 Mal in der Woche Boxen machen, reines Boxen. Du hast die festen Handschuhe, du hast deine Schultern. Ja, das muss ich reinkriegen in meinen Kopf. Weil wenn du zu weit weg bist, triffst du zwar nicht, aber du triffst auch sehr schwer. Ja. Ich muss boxerisch das machen. Ja, Bro. Es geht auch mit dem MMA-Handschuh, wenn man die Schläge... Zum Beispiel schlag mal. Weißt du, ich bin jetzt im Weiten und du bremst die Schläge, geht mit den Schultern. So rein mit den Ellbogen. Bam, bam. Geh immer mit Jabs rein. Und jetzt, wenn du hier bist, boom, boom, boom. Arbeite, schau, wo es offen ist. Ja, perfekt. Und dann schau mal, wo Öffnung ist. Danke. Wie ist dein richtiger Name eigentlich? Bro, Alexander. Alexander. Freut mich zum ersten Mal. Ich heiße auch nicht Johnny. Ich heiße John Beck. John Beck ist mein richtiger Name. Für die, die es nicht wissen, ich heiße John Beck. Auf jeden Fall, viele kennen Alex von Insta. Er boxt, das habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen, weil er Austrian Bull, ja? Austrian Bull verlinke ich auch. Auf jeden Fall, erzähl mal was über deine Boxkarriere, wie das bis jetzt war. Also ich habe 10 Jahre Boxen hinter mir, ich habe 80 Kämpfe, 65 Siege, 15 Niederlagen. Stark. Ich habe für das österreichische Nationalteam gekämpft. Ich hatte dann eine Phase, wo ich nicht boxen konnte, weil ich Risse in beiden Handgelenken hatte. Und dann hatte ich 2 Jahre lang mich nur auf Bodybuilding und auf Therapien fokussiert. Und jetzt mittlerweile bin ich wieder stark dabei. Der Arzt meinte, ich kann nie wieder boxen. Ich habe es ihm anders bewiesen. Ich bin wieder voll dabei. Kämpfermentalität. Ich habe meinen ersten Kampf jetzt am 15. Juli in Australien.
Bruder, ich wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Ich danke dir, Bruder. Wird ein vielversprechender Kampf. Ich hoffe, dein Gegner sieht 10-mal schlimmer aus als ich heute. Fix. Der wird nicht mehr aufstehen. Und wir gehen jetzt erstmal weiter in die Sauna. Da kommt ihr aber nicht mit. Ein bisschen Recovery machen. Und wir sehen uns nach der Sauna morgen früh wieder, wenn es wieder heißt. Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Es geht weiter. Es geht weiter. Und weiter und weiter. Was hier passiert ist, werde ich euch erklären auf jeden Fall. Echt Glück gehabt, das ist echt wenig. Hätte viel mehr passieren können. Wir müssen jetzt erstmal in die Apotheke Verbandszeug holen, sauber machen. Das muss ich jetzt jeden Tag 3-4 Mal sauber machen. Vor dem Training, nach dem Training. Deswegen erledigen wir das jetzt erstmal. Ansonsten ist eine Menge passiert. Wir sind jetzt 3 Tage nach dem Sparring. Austrian Bull, Alex hat einen guten Kampf abgeliefert, sein Profidebüt gewonnen. Und war eine interessante Boxveranstaltung an der Stelle. Es gab miese Soundeffekte von thailändischen Promotern. Also herzlichen Glückwunsch an der Stelle ans Profidebüt. Es geht jetzt erstmal in die Apotheke. Let's go. In der Apotheke darf man natürlich nicht filmen. Das hat seine Gründe. Man kriegt hier sehr, sehr viel in der Apotheke. Alles, was man will. Kommt mir zugute. Ich hole eine Antibiotikasalbe für diese Sache. Weil das in Thailand ist das sehr seriös. Muss man ernst nehmen. Kann zu Infekten führen. Wie das passiert ist, werde ich euch nach der Apotheke erzählen. So, eingekauft. Antibiotika-Creme, die für Wundheilung gut ist. Desinfektionszeug, Wasserstoffperoxid, Bandagen. Das muss sauber gehalten werden. Was ist passiert? Ich bin in Thailand. Natürlich kriege ich ein Thailand-Tattoo. Das heißt, man fährt mit dem Scooter hin, mit dem Motorroller. Ein Taxifahrer ist von rechts nach links komplett reingebogen, was nicht richtig war auf jeden Fall. Es hat geregnet. Ich musste mit 70 km/h Vollbremsung machen, meinen Roller nach rechts schmeißen, damit er nicht gegen diese Taxifahrer fliegt. Und selber in parkende Roller reinspringen mit meinem Kopf. Alhamdulillah, ich hatte meinen Helm auf zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, warum ich den angezogen habe. Wurde beschützt. Mit meinem Kopf gegen Roller gescheppert. Nummernschilder sind abgeflogen. Roller sind umgefallen, auf jeden Fall. Sofort zu mir gekommen. Hab versucht, diesen Taxifahrer noch zu jagen. Der war aber ganz schnell weg. Dann geguckt, meine Wunden desinfiziert im Krankenhaus. Hab meine Rippen checken lassen, weil ich habe eine starke Prellung in den ganzen Rippenbereich vorne und hinten. Aber kein Bruch, Alhamdulillah, kein Bruch. Nichts ist gebrochen. Schürfwunden am Ellenbogen, Schürfwunden am Knie. Ansonsten geht es mir sehr gut, Alhamdulillah. Das Training geht weiter, ich habe auch schon heute trainiert. Wir befinden uns jetzt nach dem ersten Training. Ich werde jetzt erstmal was frühstücken und dann geht es später ins nächste Training. Aber bis dahin erledigen wir ein paar Sachen. Erstmal desinfizieren alles. So, angekommen, Frühstücksladen mit Kevin. Johnny ist jetzt offiziell local. Echt wahnsinnig Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist. Ja, das auf jeden Fall. Weil das gestern, das hat so doll geregnet. Johnny war so schnell, Alter. Ich hatte, wie gesagt, meinen Helm auf. Das war auch mal. Ja. Wann hast du mal deinen Helm auf? Ja, sehr, sehr. Das erste Mal seit einer Woche wieder einen Helm aufgehabt. Ja. Und gestern setzt dann auf. So ein Glück, Alter. Wirklich so ein unglaubliches Glück. Mal gucken, was Johnny hier Schönes eingekauft hat. Ich bin ja ausgebildeter Combat Medic. Ich werde Johnny jetzt mal verarzten. Ich spiele heute Krankenschwester. Das ist gut, dann bin ich nicht alleine. Hast du? Habe ich die beste Versorgung. Wir sind hier immer noch in Thailand und wir haben einen von unserem BJJ-Kurs, der hat sich eine kleine Schürfwunde am Knie geholt. Am Knie eine kleine Schürfwunde geholt. Und ihr müsst euch vorstellen, die ist jetzt seit 2 Jahren offen, weil diese Wunde, da ist irgendein Keim reingekommen. Und jetzt ist sie seit 2 Jahren offen hier in Thailand. Und das ist eine Riesenscheiße. Der hat seit 2 Jahren Fass darüber. Ja. Deswegen sorgen wir jetzt dafür, dass Johnny da auf jeden Fall keinen Keim reinkriegt. Das ist das Allerwichtigste, dass die Wunde sauber bleibt, dass da kein komischer thailändischer Keim reinkommt. Wir arbeiten jetzt erstmal mit Wasserstoffperoxid. Wird jetzt ein bisschen wehtun auf der großen Wunde. Wenn ihr es sehen könnt, der Wasserstoffperoxid auf der Wunde wirkt sofort. Wenn ich hier jetzt raufgehe, wird es sofort weiß. Das ist natürlich jetzt alles, wird jetzt ein bisschen wehtun. Ich muss irgendwie gucken, dass wir hier das... Ach, scheiße. Tut mir leid, Johnny. Wir müssen den alten Verband jetzt erstmal aus der Wunde rausholen, weil der hat sich da schon festgesetzt. Und wenn der jetzt... Tut mir echt leid, aber... So easy to get infection, man. Yeah. Fühlt sich nicht schön an, aber aushaltbar, sehr, sehr, sehr aushaltbar. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass nicht mehr passiert ist. Jetzt haben wir hier eine antibakterielle Salbe. Die kommt da jetzt noch rauf. Oh, schön dick drauf jetzt. Mal, du guckst mal, ob die nachher in der Wunde klebt oder nicht. Weil sonst müssen wir dir Gase holen. Wir haben jetzt so Frühstück Haferflocken, Nüsse, Blaubeeren, verschiedene Kürbiskerne, Haferflocken nochmal extra drin, Bananen, Drachenfrucht. Schönes Essen in Thailand. Angekommen, wie gesagt, heute machen wir ein bisschen Sightseeing. Wir sind nicht weit gefahren.
Das ist so das größte, die größte Sehenswürdigkeit in Pattaya. Big Buddha heißt der Platz. Wie der Name schon sagt, kaum viele Leute hier, aus religiösen Gründen wahrscheinlich, um sich das anzugucken. Ich bin offen für Kulturen, mich interessieren alle Kulturen. Ich gucke mir das an. Ich bezeuge ganz klar La ilaha illallah. Aber ich bin offen für Informationen über andere Kulturen. Und ihr kennt das, Götzen kaputt machen, aber hier kann ich das nicht machen, das komme ich in den Knast. Wir haben hier die größte Stadt, auf jeden Fall interessant, immer neue Kulturen kennenzulernen. Sachen, die die machen, zünden Kerzen an und legen das ins Wasser, spießen Geld auf, machen so Opferungen einfach, Opfergaben. Interessant anzusehen, kenne ich schon, habe mich auch mit verschiedenen Religionen in meinem Leben beschäftigt, kenne mich ein bisschen aus. Mit Buddhismus nicht so viel, um ehrlich zu sein, aber es ist immer interessant, irgendwas Neues zu sehen, Neues zu lernen. Aber so interessant auch nicht, dass man hier stundenlang bleibt, deswegen gehen wir jetzt erstmal essen. Angekommen auf dem Markt, wir zeigen euch eine günstige Variante, die man essen kann in Thailand. Hier gibt es verschiedene Obstsorten. Da geht es weiter mit Obst. Auf jeden Fall hier 40 Baht, das ist 1 Euro. Für 1 Euro kriegt ihr so eine Box. So, jetzt haben wir die erste Sache schon mal gut. Hier auf dem Markt kann man einfach rumlaufen, Sachen holen und sammeln und dann sich hinsetzen und essen. Everything what you can do haram in one plate. You can buy stuff to watch how elephants do haram things. So, Mango Sticky Rice, klassische thailändische Sache, die nicht fehlen darf beim Essen. Jetzt brauchen wir noch natürlich Proteine. Du, Mr. Krabs. You watch SpongeBob in the US? German kids love it also. Yeah, man. Zwei Krabbenstangen. Danke, thank you. Bis jetzt haben wir 3 Euro ausgegeben. Das, was mich gerade sehr interessiert, das sind Krabbenstäbchen aus Krebsfleisch gemacht. Interessant. Was mich interessiert, wie das schmeckt. Wir haben hier noch so eine Soße. Habe ich noch nie probiert. Ist okay. Kann man auf jeden Fall essen. Nichts Besonderes. Was sehr, sehr lecker ist, ist das Obst und die Kokosnuss. Und die ganzen frischen Sachen. Die Mango Sticky Rice, die frischen Sachen sind sehr, sehr, sehr lecker. Und wie ihr seht, alles günstig auf dem Markt. Man kann sehr, sehr günstig essen. Wobei, wenn wir bei dem Thema Geld sind, der Unfall hat das alles schwerer gemacht, das ganze Leben hier. Es war ein teurer Aufwand halt im Krankenhaus. Ich hatte viele Probleme dadurch. Ich habe jetzt im Training Probleme dadurch. Mein Rücken ist sehr geprellt. Ich kann mich nicht gut bewegen. Will aber nicht zu viel Schlechtes reden, weil Alhamdulillah, das hätte so viel Schlimmeres passieren können. Ich bin sehr glücklich, was passiert ist, dass nur so wenig passiert ist. Warum ich das aber sage, ist, dass es mein Trainingscamp sehr, sehr schadet. Ich bin hier, um Gas zu geben. Ich bin hier, um einfach das Beste aus mir rauszuholen, um die Person, die euch so motiviert, die immer wieder von Verletzungen zurückkommt, zu verkörpern und die wirklich zu sein. Und ich beweise mir mit jedem Jahr und Tag und Stunde für Stunde immer mehr, was ich kann, was ich mache und wie sehr ich kämpfe für das, was ich möchte. Und dabei bin ich auch jetzt. Mit den ganzen Schmerzen gehe ich weiter ins Training und ich gebe Gas, egal was passiert. Und für jeden, der denkt, ich habe das Leichte, weil ihr seid mir irgendwas bezahlt. Pustekuchen, Blowing Cake, genau, Pustekuchen. Ich finanziere mir das ja alles selber gerade. Natürlich bin ich sehr glücklich darüber, dass ich mir einen gewissen Lebensunterhalt durch diese Sachen, durch das, was mir ESM möglich gemacht hat, habe ich einen gewissen Lebensunterhalt. Aber das reicht nicht, um eine Thailand-Reise zu machen. Und ich habe diese Reise hauptsächlich gemacht, um mich zu verbessern. Und zweiter Punkt ist, um für euch guten Content zu bringen. Und darüber bin ich sehr froh. Denkt nicht, ihr kriegt alles im Leben geschenkt. Ich krieg das hier nicht geschenkt. Ich mache das sehr, sehr gerne, damit ihr seht, wie schön das auf der Welt, also wie schön das ist, wenn ihr die ganze Welt seht. Das ist wichtig, Welt zu bereisen. Wollt ihr was über Islam lernen, geht in ein islamisches Land. Wollt ihr was über Christentum lernen, geht in ein christliches Land. Wollt ihr was über Thailand lernen, geht nach Thailand. Auf jeden Fall lebt, beobachtet, besichtigt und unterstützt mit dem Code Yusuf. So macht ihr diese Projekte möglich. Und sichert euch fette Rabatte. Vitalstoffe 20%, Vitalstoffe Athlete Steak, Ashwa Pro, Omega 3 und Kreatin. Das sind meine Top 4. An der Stelle Code Yusuf, ihr wisst Bescheid. Und ich melde mich im nächsten Video, inshallah, mit besseren, fitteren Körperzustand.